Und im Feld. Jetzt ist das natürlich etwas ganz Spezielles, was ihr hier macht. Und zwar aber der Getreideanbau, der in was resultiert? Getreideanbau, wir haben Gerste. Wir haben eigentlich, das ist ein traditioneller Anbauort, den wir hier hinten abstrucken. Das ist das Füttergetreide. Und jetzt hat man in der Vergangenheit immer weniger mit dem Getreide anfangen. Das Füttergetreide ist billiger, wenn man es aus dem Ausland bezieht. Und es ist eigentlich schade, dass man keine Wertschöpfung hat. Da daraus raus haben wir eigentlich einmal eine Überlegung gemacht, was könnten wir daraus raus machen. Und meine Frau und ich, wir sind vor 7 Jahren in Schottland gewesen und haben gesehen, was die da eigentlich für eine Top-Sache aus Gersten machen dient. Und das hat uns jetzt eigentlich dazu bewegt, dass wir schlussendlich eben, wie gesagt, das aus der Gerste Whisky machen dient. Jetzt, ihr seid die Erste hier oben am Gums, die das machen. Woher nimmt man die Idee, woher ist das überhaupt umsetzbar im Gums? Wenn man Zeug sieht, Schottland, das Wallis ist ja nicht ganz die gleiche Topografie oder auch das Klima und so weiter. Das ist richtig, aber die Mentalität der Leute sind sehr ähnlich, muss man sagen. Also wir sind mit den Schotten artverwandt, kann man sagen. Ich glaube, die Idee dahinter muss eigentlich immer die sein, dass man sagt, wie können wir Wertschöpfung hier in die Bergregion bringen? Wie können wir Wertschöpfung danach so herbringen, dass das mehr hier im Tal bleiben tut? Und dort tut man sich heute Überlegung machen, welche Produkte, welche Rohprodukte haben wir und wie können wir die veredeln? Und wir sind ja bekannt eigentlich für Käse, gute Käse zu produzieren hier. Wir haben gute Herdäpfel, wir haben früher mal Saatherdäpfel hier produziert. Und dann ist man eigentlich irgendwann auf den Gedanken gekommen, dass man gesagt hat, okay, dort haben wir schauen, wir haben die Gerste hier. Also machen wir aus der Gerste wirklich eine gute Geschichte heute. Wie passt der Whisky ins Wallis? Ja, ich würde sagen, der Whisky passt genau gleich gut ins Wallis wie das Raclette, sage ich jetzt einmal. Es ist ein Produkt, ein Naturprodukt. Es ist, wie gesagt, ein Produkt, das einfach authentisch ist und ein Produkt, das wirklich nur aus den Rohstoffen hier aus dem Berggebiet ist. Also wir haben die Gerste auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir natürlich ein hervorragendes Quellwasser. Und die zwei Sachen miteinander zu verbinden, das ist natürlich eine gute Geschichte und eine gute Herausforderung. Jetzt geschmacklich, in welche Richtung entwickelt er sich? Kann man da schon etwas sagen? Das können wir eigentlich noch nicht genau sagen. Also wir wissen, dass Gerste eigentlich süßlich ist. Und wir haben gute Barrique-Fässer von Diego Matti bekommen, wo er Eichenfasswein drin abgebaut hat. Und das sollte eigentlich ganz eine gute Verbindung geben, denn wenn man diese zwei Sachen miteinander verheiratet tut, also sollte das wirklich eine, wie soll ich mal sagen, eine gute Ehe geben. Müssen wir jetzt dem noch weiter schauen oder tut er sich jetzt eigentlich selber so entwickeln, wenn er dann schlussendlich zu uns kommt? Also die Spezialistin, die wir hier haben, die Julia Nörni, die international wirklich einen riesen Namen da drin hat, die tut eigentlich Insta 3 euch betreuen. Die gibt Ihnen schon die Tipps, wie wir es machen dient. Wir können im Moment noch nicht sagen, wie es genau oder was genau mit dem Whisky passieren tut, wie er sich entwickeln tut. Wir wissen heute, wir haben eine super Whisky-Qualität bereits jetzt schon da. Und wir haben das gute Quellwasser. Wir tun der nachher zu im ehemaligen Flugzeugunterstand, im Querbunker, tut man den zwischenlagern und dann bleibt man der 4-5 Jahre lang da sicher in diesen Fässern drin. Aber wir den sicher auch regelmässig kontrollieren, wie der Stand des Whisky ist. Wie sieht es aus mit dem Bestellen? Ist überhaupt noch etwas übrig? Ja, also wir haben noch gar nicht ausgeschrieben. Ich muss ehrlich sagen, wir wollten ja zuerst wissen, ob die Qualität stimmt und wir gehen nicht etwas verkaufen, was wirklich nicht hundertprozentig verhält. Also da hätten wir zuerst die Finger drauf haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man so nach 2-3 Jahren dann sieht, wo wir uns bewegen und was wir machen dürfen. Was ist also das Besondere an der ganzen Idee? Wenn ihr jetzt das so zusammenfassen wollt, jetzt sagen. Ja, ich würde sagen, dass man immer wieder etwas Neues probieren muss. Also hier zum Beispiel eben die Zusammenarbeit zwischen der Landwirtschaft und dem Tourismus, das war mir persönlich immer ein Anliegen gewesen, weil ich das in der Gastronomie, in der Hotellerie vermissen tue. Dass man die guten Produkte, die wir eigentlich hier schon haben, dass man die den Gästen auf den Tisch tut.
Und dann müssen wir einfach Herzblut haben für so ein Produkt. Und wie gesagt, dann kann man das Produkt viel, viel besser danach zu verkaufen. Das heisst, dass wir mit dem eigentlich wieder Gäste herbringen können. Also, wenn ich sehe, wir haben das im Facebook ausgeschrieben gehabt, da ist innerhalb von 12, 14 Stunden sind über 2000 Personen schon drauf gewesen. Also, das ist schon genug, dass das Interesse am Whisky eigentlich da ist. Hat er schon noch mal überlegt? Ja, es geistert etwas umeinander. Wir haben ja in Schottland haben wir Loch Nagar, Royal Loch Nagar, Loch Ness ist ein Begriff. Und wie es der Zufall will, hier hinten nachher, da wo ich aufgewachsen bin oder da wo wir wohnen, die, da heisst es Zum Loch. Also besser könnte es eigentlich nicht passen, aber ob der Whisky dann noch Zum Loch heisst, da will ich jetzt noch nicht die Hand ins Feuer legen. Auf was freut ihr auch am meisten, wenn es so weit ist? Also wir gehen jetzt sicher uns die Abfüllung machen und zuerst mal den Whisky zu degustieren. Eben bei der Geburt dabei zu sein, das ist natürlich etwas, was einem Hennenhut machen tut. Und ich freue mich sicher schon, wenn wir in 4 Jahren den ersten Whisky in Flaschen abfüllen oder in 5 Jahren, wenn wir den mal so auf den Markt bringen können.